Hinzu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 20. Mai. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wie immer blicken wir erstmal auf die rechte Seite hier und sehen dort 15.200 als Big Number. Das ist die erste Big Number und die am dichtesten dran ist und deswegen platzieren wir diese bei 15.207 würden wir long gehen mit der Falle und bei 15.192 würden wir short gehen, Risiko 0,01 und wir haben von gestern Abend eine Kurslücke, die ist circa 20 Punkte hier entfernt. Bleiben bei diesem Chart und schauen uns jetzt die Blue Boxen an. Wir haben gestern in den Coaching Session gestern Abend ja ausführlich darüber gesprochen. Schauen uns mal die 18er an. Gestern Abend, die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Ansonsten gab es gestern große, hier eine kleine, aber 36 treten wir nicht. Regelwerk ist immer noch, alles was kleiner ist als 30 auf dem Minutenchart treten wir. Da gab es also gestern, außer gestern Abend, nicht so viel. Die Volatilität, wow, die hat gestern gepasst. Links sind die grünen Boxen, das sind die Volatilitätsboxen. Und auch da blicken wir hin, auch nochmal zur Information. Die Vola-Boxen, die dann eben halt keine Order-Funktion haben, sind ausgelaufen. Das heißt, die treten wir nicht mehr. Ja, hier gestern die Vola-Boxen sauber getradet und Big Number. Da haben wir ein bisschen Ping-Pong gespielt. Und am Mittag oder gegen Mittag gab es dann hier auch nochmal schöne Setups. Dann einmal noch gegen 13:30 Uhr dieser Stich dort rein. Und dann war erstmal sind wir nicht mehr in die Vola-Boxen reingekommen. Wir haben gestern insgesamt eine Trading Range gehabt von 344 Punkte. Das heißt, 344 Punkte war die Volatilität. Wow, das ist ganz schön viel. Durchaus denkbar, dass wir heute etwas kleiner, etwas ruhiger hier die Vola-Boxen haben, dass sich das sehr ruhig verläuft. So, ich nehme jetzt mal kurz den Wechsel und wir gehen auf die großen Zeitebenen. Fangen heute an mit Öl. Da sind wir eben stehen geblieben auf den Tageschart, gehen hier rein in die Zickzack-Vorlage. Zickzack auf Tagesbasis immer noch im Öl Long. Auf 4 Stunden Short, 1 Stunde Short. 30 Minuten Short, 15 Minuten sind wir drüber, 5 Minuten sind wir auch drüber, aber ansonsten sind wir hier in den mittleren Zeitebenen im Short-Modus. So, dann nehmen wir gleich Gold dazu. Gold auf Tagesbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Minuten Long, 5 Minuten unentschieden. Ja, und auf Wochenbasis sehen wir auch hier, seit 3 Wochen sind wir hier long im Gold. Technologiebörse Nasdaq, Einblick von dem Wochenchart eher ein bisschen abfallend. Tagesbasis sind wir short. 4 Stunden short, Stunde sind wir short und 30 Minuten sind wir long. 15 long, 5 Minuten auch dementsprechend long. S&P 500. Wochenchart kommt auch ein bisschen zurück. Daily sind wir noch im Long-Modus. 4 Stunden im Short, Stunde Short, 15:30 sind wir Long, 15 sind wir auch Long. Also auch hier aktuell unentschieden. Kommen wir zu Bitcoin. Da war gestern die Musik drin. Ja, wir haben Bitcoin auf Daily-Basis. Short, wir haben das Tief gestern gehabt bei 28.384 und dann sofort hier zurückgekauft und wir sehen hier ist eine Unterstützung. Und wenn wir jetzt mal unsere Sonnen dazu nehmen, Tagesstrategie Pro und wir gehen hier auf unseren Bitcoin von Sonne zu Sonne, letzte Hoch, letzte Tief. Dann haben wir
61,8 Retracement bei 26.956. Da hat er gehalten und er hat wieder der Bitcoin über den 200er gleitenden Durchschnitt geschlossen. Jetzt ist die Frage, war es das? War es das kurze Luftholen hier und kommen jetzt bei diesem Niveau wieder Käufer rein? Das bleibt abzuwarten. Also Vorlage Zickzack Linie. Hier nochmal Tagesbasis Short, Weekly Short, Stunde Short, 30 Minuten schon Long, 15 Minuten Long, 5 Minuten auch Long und Wochenbasis sehen wir, sind wir immer noch ganz kräftig Long in diesem Markt. Ethereum, Ether auch Long auf Daily Basis, auch hier einmal runter, dann wieder zurück. 4 Stunde Short, 30 Minuten noch Short und alles, was da drüber ist, sind wir auch schon Long. Blicken wir einmal auf die Tagesstrategie Pro. So. Daily haben wir gestern das Short-Signal gehabt. Wir haben hier den 100er gleitenden Durchschnitt bei 2119 und 1512 ist der 200er gleitende Durchschnitt und wenn wir jetzt auch hier einmal die Fibonacci-Zahlen reinlegen, sind wir auch hier gestern, oh Wunder, direkt beim 61,8 Retracement angekommen und der Markt hat dann wieder gedreht. Also das bleibt spannend. Wir sind mittlerweile im Box Trade, im ersten Trade Long, erster Trade Long auf der gegenüberliegenden Seite bei 15.192 Wert jetzt multipliziert. Das heißt, wir gehen Short und warten ab, ob wir hier das Gap dann schließen. So, und wir stehen kurz vor dem Landeanflug. Udo, guten Morgen. Rüdiger, guten Morgen. Vier Punkt Slippage. Okay. Ich habe einen vernünftigen Fehl bekommen hier. René, guten Morgen. Andreas, guten Morgen. Gisela, guten Morgen. Albert, guten Morgen.
Okay, bei 5 habe ich das gestellt, damit wir, wenn wir Udo auf angepasst drücken, das heißt, wenn wir den Trade weiterlaufen lassen wollen, dass ich nicht zu dicht an dem Stop-Loss ist. Stop-Loss ist normalerweise eingestellt, die 3,5-fache Menge der Range. Ja, also von 15, 3,5-fache. So. Trade ist in den Gewinn gelaufen. Das war der erste Trade des heutigen Tages für unser auch Videotagebuch. Wir tragen hier auch mal unseren Indikator noch mal ein. So, Order History Indikator. Und hier sehen wir Order History Indikator. Wir sind hier im TP gelaufen. Ich platziere noch mal die Falle. Verabschiede mich jetzt aber für unser Videotagebuch bei den YouTubern. Wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Wir hören uns morgen wieder. Ja, 8:43 Uhr. Also heute erster Trade vor 9 Uhr in den Gewinn gelaufen mit einem Big Number Trade. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und ich verabschiede mich bei den YouTubern.